Fehler in der Annahme Hunter versus Farmer. Ja, hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klein Coaching und Consulting Services. Und heute geht es um das Thema Kaltakquise B2B am Telefon. Und da möchte ich mal drei große Fehler herausarbeiten. Ja, die meiner Meinung nach vielleicht die drei größten Fehler sogar in der B2B-Kaltakquise, die es überhaupt gibt. Fehler in der Annahme Hunter versus Farmer. Und hier der Fehler in der Annahme, dass das eine ja auch das andere sein kann oder immer so ist oder dass man dass das alles nicht so wichtig ist. Ja? Und da werde ich gleich ein paar Beispiele aus meinem täglichen Leben bringen. Hier einfach verkannt wird, ja, dass es ganz typische Hunter gibt und ganz typische Farmer, und dann gibt es vielleicht auch noch ein paar Hybriden, aber und es gibt auch Hunter, die sehr gute Farmer sind, aber es gibt definitiv keine ganz viele Farmer, die keine Hunter sind. Ja, und es gibt ganz bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten, die Hunter hassen wie die Pest, ja. Und diese Aufgaben sollte man eigentlich nur, sollte man einfach nur Farmern ja, erledigen lassen. Ja? Der zweite Fehler ist, oder der zweite Punkt ist Fragestellungen. Ja? Also prinzipiell bei der Kaltakquise, ja, da heißt es ja immer offene Fragen und welche Fragen, das ist das Allerwichtigste. Das ist der zweite Punkt, da werde ich ein paar Beispiele aus dem täglichen Leben bringen. Und der dritte Punkt, der häufig unterschätzt wird, ist Zeit. Faktor Zeit. Okay, dann schießen wir noch gleich mal los hier mit Punkt Nummer Uno. Ja, und das ist Hunter versus Farmer. Ja, und hier ein Beispiel aus meinem täglichen Leben. Letzter Woche, da wurde einfach jemanden sozusagen etwas energischer an die Hand gelegt, einem wirklichen Hunter-Typen, ja, jemanden, den ich sehr gut kenne, und der hat mir dann einfach erzählt, dass ihm beauftragt wurde, er müsste doch noch detaillierter, noch konsequenter Datenpflege betreiben von den Daten, die er zur Verfügung hätte, von seiner Kundenliste, ja. Und da ging es also wirklich um Detailarbeit, ja, wie zum Beispiel den Firmennamen aus dem Impressum herauskopieren, wenn er zum Beispiel im CRM groß geschrieben ist mit Capital Letters, ja, also mit Großbuchstaben, und im Impressum aber mit Kleinbuchstaben steht, ja, oder die Telefonnummer, ja, die Durchwahl immer mit einem Minuszeichen, aber ohne Abstände, ja, und so weiter und so fort. Also, ein richtiger typischer Hunter, mal so viel dazu, ja, der hasst dieses ganze Gepople, ja, dieses Datenpflegezeugs, ja, also hier noch ein Klecks, hier dort noch ein Klecks. Dokumentation prinzipiell. Hast du wie die Pest, ja, ist Gift, klar muss er sich da ranhalten zu dokumentieren, aber eben nur die wirklich, wirklich wichtigen Dinge, ja, und nicht, ja, die, ich habe jetzt zum 10. Mal die Sekretärin angerufen und beim 10. Mal hat sie jetzt gerade irgendwie, hat sie gerade ein Eis gegessen oder irgendwie sowas, ja, also, das ist mal das Allerwichtigste, wenn du. Und ich sage nochmal gleich auch nochmal ein Wort zu Hunter versus Farmer. Das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 5. Ich habe im, das heißt, ja, auf 5 Farmer
kommt ein Hunter. Ja, und das ist noch ein gut gerendetes Verhältnis. Ja. Ich habe in meinem Leben schon viele, schon viel Zeit verbracht, ja, wirklich gute Hunter-Teams aufzubauen. Und hier kann ich echt sagen, wenn du ein Team zum Beispiel hier mal, um ein paar Zahlen auf den Tisch zu legen, hier ein Team von 10 wirklich guten Huntern aufbauen möchtest, dann musst du mindestens 50 Farmer, also insgesamt 50 Leute durchtesten. Und das auch nur, wenn die schon bereits vorgefiltert worden sind über die Personalabteilung. Ja? Also auf 50 Personen kommen 10 wirklich gute Hunter, wenn du Glück hast. Ja? Und manchmal ist es sogar noch viel schlimmer. Und wenn du jetzt so einen guten Hunter gefunden hast und du weißt, es ist ein richtig guter Hunter, ja? Ein richtig guter Performer, und du gibst ihn jetzt als Obligation, ja, energischer Art, ja, sozusagen per Arbeitsanweisung, ja, hier betreib mal deine Datenpflege, ja, und hier ein Strichlein und dort ein Strichlein und hier das wird groß geschrieben und das wird klein geschrieben, ja, und so weiter und so fort, dann kann ich dir garantieren, ja, wenn es ein wirklich guter Hunter ist, dass der vielleicht sogar instant, das heißt, noch im gleichen Moment aufsteht, zur Tür rausgeht, winke, winke macht, bye bye und sich den nächsten Arbeitgeber sucht. Ja? Also bitte, immer wenn du die Verantwortung hast über Inside Sales, Telesales oder ja, Inside Sales Mitarbeitern, ja? Und du hast wirklich gute Hunter identifiziert in deinem Team, ja? Oder du hast ein Team von lauter guten Huntern, und du musst aber wirklich gute Datenpflege auch noch betreiben als Teil deines operativen Konsenses des Projekts, das für den für als qualitativer Mehrwert, den du abliefern musst beim Kunden, dann bitte suche dir einige Praktikanten oder Werkstudenten oder sonstige Farmer, irgendwen, ja, der hier Paste und Copy machen kann bis zum Abwinken. Den zahlst du irgendwie, so einen Praktikanten, den zahlst du im Monat vielleicht dann 400 €, und dann ist auch gut. Ja, so mal, soweit so gut mal hierzu. Und ich möchte hier das auch nochmal an meinem super luxuriösen Whiteboard illustrieren, damit es auch wirklich klar und deutlich rüberkommt. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen, und hier an meinem Whiteboard, ja, möchte ich mal ganz kurz nochmal verdeutlichen den Unterschied, ja, zwischen Farmer und Hunter. Ja, also Farmer ungleich Hunter. Ja, also es gibt viele Hunter, die auch Farming machen können. Ja, das ist dann nicht mehr so schwer. Das ist ungefähr so, wie wenn jetzt ein Haifisch auch mal irgendwie so einen Fisch einfach frisst, der schon so halb tot im Wasser rumschwimmt, ja, wobei einfach, aber der normalerweise sehr gerne huntet, ja, und zwar frischen Fisch, ja, sozusagen frisches Fleisch, ja, Fischers Fritz, nein, Quatsch, und ein Putzerfisch, ja, der sich nur von toten oder halbtoten Fischen sozusagen ernährt, ja, der wird sich etwas hart tun, hier wirklich zu hunten, ja. Also nur mal so aus dem Tierreich, ja, vielleicht mal ein gutes Beispiel. Also Aufgaben, die jetzt zum Beispiel ein Farmer erledigen könnte und ein Hunter nicht und umgekehrt. Ja, da gibt es sowas wie Datenpflege. Ja, Datenpflege, ja, hier beim Hunter würde ich mal Datenpflege, ja, Datenbank, irgendwas, Pflege und so weiter. Ein Farmer kann ich sowas beauftragen mit, ja. Der beschäftigt sich damit, freut sich, ja. Oder vielleicht noch besser, ja, in dem Fall hier, ja, ein Praktikant, ja. Ein Hunter, ja, der möchte hunten, der möchte, ja, der will sich nicht mit sowas aufhalten, der hat keine Zeit für sowas, ja, und auch keinen Nerv, ja. Also wie ich es auch schon vorhin gesagt habe, ein Hunter, der steht auf und geht und tschüss, ja, also bye bye, ja, wenn du ein Hunter mit Datenpflege kommst oder den zu viel nervst mit solchen Geschichten,
bye bye, tschüssi, ja, der ist für die fetten Fische zuständig, ja, für den fetten Fang, ja, der möchte Hürden überwinden, der möchte da, wo es wehtut, da, wo Widerstand herrscht, da möchte der eine Tür finden, die und die öffnen und dann da rein und Akquise betreiben. Ja, der hat keine Zeit, der hat keinen Nerv, null, nada für Datenpflege. Ja, also wichtiger Punkt. Ja, zweiter Cross und Upsell. Cross und Upsell ist natürlich eine super Pharma-Tätigkeit. Ja, Cross und Upsell. Ja, warum? Ja, weil der Kunde, der kennt mich ja schon. Also wenn ich jetzt da irgendwo anrufe und mein Kunde ist nicht da und ich habe irgendwie so eine richtig böse Sekretärin dran, dann kann ich immer referieren, kann ich sagen, ja, wir hatten hier schon Geschäft, wir kennen uns schon, der war schon mal Kunde von mir. Dem könnte ich sogar theoretisch die Kundennummer dann vorlesen, dieser Sekretärin. Ja? Und dann wird die Sekretärin sagen, ah ja, okay, wenn das so ist, dann zu dem Tag, zu dem Zeitpunkt ist er wieder im Haus, und dann können Sie ihn wieder erreichen, Sie können ihm auch keine E-Mail schicken, da die da, da die da. Ja? Und eine E-Mail habe ich schon und eine Durchwahl habe ich auch schon, ich habe ja alles schon. Ja? Weil er schon mal Kunde ist oder schon mal Kunde war. Ja? Cross and Upsell, easy. Und ist häufig sogar so, dass hier die noch dickere Kohle drin ist. Ja? Weil das Erstgeschäft ist meistens immer etwas kleiner, um sich kennenzulernen und Vertrauen zu schaffen. Ja? Und dann die Cross- und Upsell-Möglichkeiten sind manchmal oder häufig sogar die richtig dicken Brocken. Ja? Da freut sich ein Farmer. Und wie kann es anders sein? Ein Hunter freut sich da auch. Ja, auch ein Hunter freut sich da. Natürlich kann es auch ein Hunter. Ja? Okay, nächster Punkt, dritter Punkt. Präsentieren, Präsentation. Ja? Ein Farmer, klar. Präsentationen, Beratung, ja, Beratung wollte ich eigentlich sagen, jetzt fällt es wieder ein. Klar, ein Farmer ist letztendlich ein Berater, ist letztendlich ein Consultant. Ja, also sagen wir mal so, manchmal, in manchen Unternehmen heißen die Account Manager, manchmal heißen die auch Consultant. Letztendlich sind das so richtig typische Sales Consultant, so richtig typische Farmer. Die lieben es, Angebote zu konzipieren, zu schreiben, die lieben es, Anforderungen einfach raus zu definieren, zu besprechen, zu beraten, ein Portfolio zusammenzuschnüren auf die entsprechenden Anforderungen, die gerade gegeben sind beim Kunden und so weiter und so fort. Wir reden hier von IT-Sales, ja, also hier top beim Farmer. Und Hunter, ja, kann das ein Hunter? Natürlich kann das auch ein Hunter. Logisch, klar. Ist jetzt nicht der super Kick für einen Hunter, aber das kann er. Natürlich kann er das. Ja? Natürlich kann auch ein Hunter beraten, denn letztendlich ist Beratung ja nur eine abgeschwächte Form, ja, vom Akquise, vom Erstkundenakquisegespräch, ja, vom Erstgespräch. Ja? Denn hier muss ich ja schon mit echten Know-how, also besonders beim Erstgespräch, ja, das ist die Aufgabe vom Hunter, Kaltakquise, muss ich mit echtem Wissen überzeugen und Elevator Pitch, ja, innerhalb von wenigen Sekunden. Ja. Da muss ich überzeugen, dass ich hier nicht nur irgend so ein Vertriebler bin, der irgendwas verkaufen will, von dem er selber keine Ahnung hat. Ja. Super entscheidend, ja. Wir reden hier IT-Verkauf. Ja. Okay, also nochmal zusammenfassen hier. Fazit. Ja, Fazit. Farmer ungleich Hunter. Ja, bitte keine Aufgaben, die ein Hunter hasst wie die Pest, einem guten Hunter auferlegen oder aufzwingen. Ja, einfach mit Nachdruck, vielleicht noch per Arbeitsanweisung. Ja, du pflegst jetzt hier ein paar Daten ein, hier da Groß- und Kleinschreibung und aus dem Impressum Paste und Copy oder irgendwie so ein, ja, ganz böse. Ja, also dann, mein Gott, dann tschüss der halt und dann sucht er sich halt einen neuen Arbeitgeber. Cross and Upsell, super wichtige Geschichte, sind beide normalerweise sehr top. Und ja, wenn du schon so weit bist mit dem Kunden, ist einfach ja geil. Da ist auch häufig die große, der große Leverage dann, der Multiplikatoren und so weiter. Mit weniger Aufwand entsprechend mehr hinten raus im Umsatz.
Und Präsentationen, Beratungen, ja, diese ganzen Gespräche können auch beide, ist ja natürlich der Pharma super top drin, ja, das ist ja seine Kernkompetenz. Ein Hunter kann es auch. Es kann sein, dass es sich manchmal ein bisschen langweilt. Ja? Okay, so viel, so weit, so gut. Pharma versus Hunter oder Pharma ungleich Hunter. Ja? Und das Verhältnis hier ist ungefähr, ich habe schon mal, glaube ich, gesagt in einem Video, ist ungefähr 1 zu 5. Ja, das heißt, auf 5 gute Pharma kommt ein guter Hunter. Das heißt, bitte, bitte, bitte da draußen an alle Geschäftsführer, Marketingleiter etc. pp. Ja, wenn ihr mal einen guten Hunter gefunden habt, versucht ihn zu halten, ja, versucht ihn glücklich zu machen, ja, und gibt ihm nicht irgendwelche Datenbankpflege Aufgaben oder sonstiges. Und genau, so viel, so weit, so gut. Back zur Leseecke. Ja, zurück zur Leseecke. Bis gleich, bis dann. Bitte, ciao. So, also das war meine super klar deutliche Whiteboard Illustration, ja, ihr habt es ja gesehen, absolut luxuriös, ja, 29,90 glaube ich im Sonderschlussverkauf. Dann kommen wir mal zum zweiten Punkt. Was war das eigentlich nochmal gleich? Genau, Fragen. Leitfaden. Punkt Leitfaden. Also, Fragen stellen, Leitfaden, ja, manche haben sogar einen ganzen Flowchart da hängen, ja, wo auch wieder irgendwelche Manager meinen oder Projektleiter, dass ein Agent oder ein Inside Sales Mitarbeiter sich daran halten sollte oder das als Hilfe und Unterstützung nehmen kann. Okay, soweit so gut. Ja, wenn ich das so irgendwo dort hängen habe und das kann mich irgendwie unterstützen und das hilft mir oder das gibt mir Selbstvertrauen oder whatever, ja, dann ist es auch gerechtfertigt. Aber bitte niemals das sozusagen als deine Bibel hernehmen. Und warum? Hier mal ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Ja, du betreibst, wir reden hier von B2B-Kaltakquise, das heißt, in der Regel versuchst du einen Zielperson zu erreichen innerhalb einer Zielgruppe, die du nur sehr selten zu erreichst. Ja, und wenn du die dann mal erreichst, ja, dann ist es A und O, dass du hier sozusagen eine Entfremdung, eine Phase, ich nenne das eine Phase der Entfremdung sozusagen umsetzt. Ja? Das heißt, der kennt dich nicht, der weiß nicht, wer du bist, der weiß nicht, was du bist, der weiß manchmal auch nicht, für wen du arbeitest, selbst wenn du sagst, ich arbeite für die Firma so und so, vielleicht kennt er die gar nicht. Ja? Und dann musst du erstmal, dadurch hast du erstmal ein richtiges, gutes Potenzial an Widerstand. Ja? Und zwar selbst bei denjenigen, die eigentlich letztendlich gar nichts dagegen hätten, jetzt müsste ich mit dir ein bisschen über die neuesten, ich weiß nicht, IT-Lösungen zu unterhalten. Ja? Aber selbst da besteht ein Widerstand, allein schon durch die Tatsache, dass man sich nicht kennt, ganz einfach. Ja? Also es ist genauso, wie wenn du einfach in der S-Bahn sitzt und sprichst jemanden wildfremden an, der denkt sich auch erstmal, okay, kenne ich nicht, und wenn du dich dann mit dem 5 oder 10 Minuten unterhalten hast, ganz anderes Gefühl, ganz anderes Gefühl. Und wenn du nach 20 Minuten dann immer noch mit dem sprichst, ja, und es hat irgendwie, da ist einfach, da hat eine Connection stattgefunden, dann, oder ihr habt irgendwelche Themen aufgegriffen, wo ihr gleichzeitig, wo ihr beide Erfahrungen habt und ihr habt Common Ground gefunden, sagen die Engländer, also ihr habt einfach Fundamente gefunden, wo wir euch sozusagen wiederfindet in verschiedenen Thematiken, ja, sei das heißt, es verschiedene Know-how in verschiedenen Thematiken, Expertise oder ihr habt zufällig den gleichen Job oder ähnliches, ja, dann ist nach 20 Minuten habt ihr das Gefühl, ja, ist euch das schon mal passiert, dass ihr euch einen wildfremden Menschen angesprochen habt oder eher wildfremder Mensch euch in der S-Bahn zum Beispiel und am Ende des eures Fahrtweges, ja, nach 20 Minuten habt ihr das Gefühl, ihr habt den irgendwie schon, ihr kennt den schon seit 2 Jahren, ja, und das ist eben das ist die große Kunst in der Kaltakquise letztendlich, ja, hier diese Phase der Entfremdung, ja, das kann teilweise nur ein paar Minuten sein, es kann auch mal 10 Minuten sein, ja,
Und dann letztendlich, und wie du das genau, wie du das schaffst, ja, über diese Connection, ist letztendlich völlig egal, ne? Nur dass da eben diese Entfremdung stattfindet. Das ist der springende Punkt, das ist das Wichtige. Und dann kannst du immer noch zu deinem Leitfaden zurückkehren, ja, und eben die Fragen stellen, die du ursprünglich vielleicht mal stellen wolltest. Dritter Punkt, die konkrete Fragestellung, dass ein Agent oder ein Inside Sales Mitarbeiter sozusagen ein Blatt Papier bekommt, einen Leitfaden sozusagen, wo drauf steht, verschiedene Fragen draufstehen und letztendlich mit dem Ziel, wie ich etwas verkaufen kann. Ja? Es gibt da drei Möglichkeiten letztendlich. Entweder ich will einen Termin, ich will einen Verkauf, oder ich will irgendein Interesse generieren für einen Pool, für einen Interessenpool. Das kann jetzt sein, ein Event, eine Messe oder sonstiges oder ein Webcast und so weiter und so fort. Es gibt ja nur die drei Möglichkeiten. Und der große Fehler ist dabei, reinzugehen und sofort mit dem Ziel, ja, eines dieser drei Dinge umzusetzen. Ja? Und das kann auch gut, es kann auch funktionieren, nur wenn es nicht funktioniert, wenn ich da zu viel Widerstand spüre, ja, dann muss ich einfach mir die Frage stellen, nicht wie kann ich verkaufen, wie kann ich Termin machen, wie kann ich ein Interesse generieren für einen Interessenpool, sondern mir die Frage stellen, wie kann ich dem Gesprächspartner helfen, ja. Und vorweg einfach, was sind seine Schmerzpunkte? Ja, das heißt, wenn ich nicht, wenn ich Widerstand erfahre von Anfang an in einem Kaltakquise-Gespräch und ich bin nicht informiert über die echten Probleme und echten Schmerzpunkte meines Gesprächspartners, ja, dann kann ich auch nicht wissen, wie ich ihm helfen kann. Und wenn ich nicht weiß, wie ich ihm helfen kann, ja, dann wird es sich auch nicht zu einem von diesen drei Dingen letztendlich entscheiden. Ja, ich werde mein eigentliches Ziel, wie kann ich verkaufen, wie kann ich Termin generieren, wie kann ich Interessenpool generieren, nicht umsetzen können. Ja? Und das machen eben die allermeisten falsch. Die erstellen immer Leitfäden, wo alle möglichen tollen Fragen und Gedanken und alles mögliche Schöne draufsteht. Ja? Mit dem Endziel, mit dem einzigsten Ziel, mit der einzigsten letztendlichen Frage, wie kann ich verkaufen, wie kann ich den Termin generieren, wie kann ich Webcast, wie kann ich dies, wie kann ich jenes. Ohne eigentlich die eigentliche Frage hintergründig dort sozusagen als Fokus ins Gespräch zu gehen, wie kann ich helfen? Ja? Welche Schmerzen hat der wirklich? Welches echte Interesse kann ich ihm entgegenbringen, ja, dass er, wo er dann auch spürt, ja, dass ich auch echtes Interesse habe, echtes Interesse mit meiner Lösung, meiner Dienstleistung, whatever, ja, ihm zu helfen, seine Probleme zu lösen, und dann wird er mir auch ein echtes Interesse wiederbringen und einen Termin dann vereinbaren, Beispiel Termin, den er auch dann wirklich wahrnehmen wird, ja. Und deswegen sind die Termine, die zum Beispiel ich generiere, immer zu 50%, ja, letztendlich auch mit echtem Kaufinteresse verbunden. Ja? Und da kommt es einfach Qualität versus Quantität. Ja? Qualität ist einfach das Nonplusultra, ja, ist einfach das absolut Wichtigste, ja. Okay. Und hier noch als Letztes, was ich noch sagen wollte, hier, was hier oft unterschätzt wird, ist der Faktor Zeit, ja. Ich kann nicht erwarten, dass ich in ein Erstgespräch reingehe und egal mit welchen Tipps oder Tricks oder Tools sofort irgendwas erreiche. Ja? Ich muss eine Person, die ich nicht kenne, ja, die mich nicht kennt und die vielleicht mein Produkt nicht kennt und die vielleicht meine Firma nicht kennt,
für die ich dieses Produkt verkaufen werde oder verkaufen möchte, nicht kennt, hier sofort in Action zu treten, ja, also einen Termin zuzusagen und ähnliches. Ja, das kann passieren, passiert auch häufig, je nachdem, wie gut man hier zum Beispiel hier schon die Vorselektierung macht, die Vorsondierung, Recherche und so weiter und welches Produkt man ja auch hat. Ja, wir reden hier ganz generisch, ja, über sämtliche Produkte und Dienstleistungen. Und das ist letztendlich der Faktor Zeit, wird sehr oft unterschätzt. Ja, es wird oft suggeriert, dass einer, der jetzt hier Telefonakquise oder Kaltakquise am Telefon betreibt, einfach dort anruft und dann einfach eruiert, okay, Bedarf oder nicht, Schmerz oder nicht. Ja, aber vielleicht, man sollte das, diese Telefonakquise oder diese Kaltakquise am Telefon, ja, auf jeden Fall als Prozess in sich wiedersehen. Ja, und das ist abschließend noch, ich denke mal, auch einer der häufigeren Fehler, wo unterschätzt wird, dass das auch wieder für sich in sich ein Prozess ist und das auch in Kombination mit E-Mail zum Beispiel, in Kombination mit der Webseite des Dienstleisters oder des Softwareherstellers, ja, dass man hier verweisen kann, dass man hier dem Kunden oder dem Gesprächspartner, potenziellen Kunden, Neukunden, die Zeit gibt, ja, sich das mal anzuschauen, vielleicht ein, zwei Mal sogar die Zeit gibt, Wiedervorlagen aufbaut, dann vielleicht nicht gleich bei der zweiten oder dritten Wiedervorlage eher schon die Zeit hatte, sich das genau anzuschauen, aber dann vielleicht beim dritten, vierten Mal und so weiter und so fort. Und über diese multiplen Steps auch der Kommunikation sozusagen auch wieder in sich einen Prozess, ja, der Entfremdung ganz wichtig stattfindet und dann letztendlich hinten raus, also das eigentliche Ziel sozusagen hier beidseitig, ja, und auch eine Win-Win-Win-Situation entsteht, umzusetzen. Ja. Und somit war es halt mal wieder alles für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt B2B, ja, B2B-Lead-Generierung. Euer Thomas Klein und tschüss.